Warne, Leo, das klingt doch, das klingt, boah, das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nach so einem total genial, ach ja, das Auto ist natürlich weg, na super. Natürlich ist das Auto weg. Bin ich im Weg? Ja, ja, du bist im Weg. Ich sehe gerade keine, warte mal, 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 stopp, 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 ja, genau. Wichtiger Notfall, ich müsste einmal ins Auto. Ehrlich? Bitte lass mich leben! Er bringt uns alle um! Natürlich. Natürlich, ich werde euch alle umbringen. Warne Leo. Ach, da oben habe ich auch noch ein Zeitlimit. Scheiße! Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das mit der Tür soll so sein. Und dann erschießen wir wahrscheinlich Henry, oder? Einmal schnell vom Gas gehen. Weil ich kann die Polizei jetzt gerade also wirklich, wirklich, wirklich nicht gebrauchen. Oh Gott, ich habe, oh Gott, das, hoffentlich bringt mich das nicht mit dem Zeitlimit um den Verstand, vor allem, wenn ich den Tempobegrenzer immer anmache. Komm schon, gib Gas. Ah Gott, jetzt muss ich auch noch neben den scheiß Bullen herfahren. Ah, jetzt kann ich auch, ach, Kacke. Mensch, ja, jetzt kann ich es auch durchziehen wieder. Leo, ich komme! Das einzige Problem, was ich gerade nur sehe, ist, dass ich nicht rechtzeitig die Bullen loswerde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weg mit dir. Weg! Los jetzt! Kann ich ihn nicht... Warum kann ich ihn denn nicht anrufen, verflucht nochmal? Das wäre doch viel... Oh Gott, das schaffe ich nicht. Das schaff ich nicht. Highbrook ist auch noch da ganz oben. Oh nein. Das klappt nicht. Los. Fuck. Da. Ah. Wie soll ich denn da rechtzeitig hinkommen, Alter? Ja, da muss ich echt Gas geben. Ah, vielleicht, 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 vielleicht. Eine kleine Abkürzung. Nein. Nein. Mission gescheitert. So ein Mist. Boah Gott, ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass ich zu lange da gewartet habe. Also zu lange auf ein Auto gewartet habe. Auch echt jetzt. Halt, stopp! Alter! Raus da, verdammt! Komm, komm, raus da! Na los! Gut. Okay, die Polizei hat nichts davon mitbekommen. Ich muss echt Gas geben. Ich glaube, jetzt schaffe ich es schon wieder nicht, weil ich schon wieder so ewig gebraucht habe, um einen scheiß fahrbaren Untersatz zu bekommen. Oh Gott! Vielleicht ist dieser Weg hier aber auch einfach schneller. Das ist tatsächlich das Problem, wenn man sich hier nicht in der Stadt auskennt. In Mafia 1 hatte ich noch das Glück, dass man dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen die Abkürzungen kannte. Aber hier, ganz ehrlich, beim besten Willen nicht. Ach, doch nicht so viel bremsen, Alter. Bei. Oh, komm. Komm, und dann lass. Oh, das sieht besser aus, weil da hinten, glaube ich, geht's direkt. Nein, da geht's ehrlich nicht direkt hoch. Ach, fuck, ey. Vermutlich war das sogar der noch längere Weg. Dann geht's wahrscheinlich gleich irgendwann wieder rechts lang. Ja, ich muss jetzt Gas geben, aber. Okay, dann geht es da hoch. Nee, das schaffe ich wieder nicht. Mit den Karren, mit denen ich hier hoch... Oder? Ich glaube nicht. Oder? Boah, das wird... das wird eng. Nein. Komm schon. Ein Taxi soll doch...
Oh, schnell funktionieren. Nein, 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 nein. Aussteigen. Nein, ich muss da durchfahren. Fuck, Kacke. Ach, leck mich doch an die Füße. Warum kann ich ihn denn nicht einfach anrufen? Ich will... Einfach hier schnell rüberrennen. Da sind nämlich viel mehr Autos. Keine Angst, ich pass gut drauf auf. Ja, komm. Ja, ja, Schnauze. Ich glaube, der Weg hier lang war schneller. Zumindest habe ich jetzt... Ich habe, glaube ich, auch einen besseren fahrbaren Untersatz. Ach Gott. Ich fahre jetzt eh über Rot und dann kommen eh die Bullen. Nicht? Nein, super. Klasse. Also über Rot darf ich ruhig fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem, ja? Ja, mit dem Wagen könnte ich es mir sogar tatsächlich vorstellen. Wenn, glaube ich, der Zeiger unten ist, also auf der 6 steht, und ich dann ungefähr an dieser Bergpassage bin, dann dürfte es wohl funktionieren. Komm. Ach, Gott sei Dank, jetzt sind sie wieder weg. Ja, ja, okay, 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 okay. Handbremse ziehen, Gas geben. Ach, ist das eine schwierige Mission, mal ganz ehrlich. Jetzt bin ich an dieser Kurve. Ich glaube, ich bin ein Ticken schneller unterwegs als... Oh nein. Oh nein. Warum muss denn jetzt hier die Polizei langfahren? Kannst du mir das bitte verraten? Aber es sieht gut aus. Es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus, weil dieser fahrbare Untersatz deutlich besser beschleunigt, viel besser beschleunigt, als es das Taxi gerade getan hat. Jetzt keinen Scheiß machen. Kein Scheiß machen. Also wirklich. Ja, steig aus. Komm, steig aus. Steig aus, steig aus, steig aus, steig aus. Renn hin, renn hin, renn, 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 renn. Na los! Boah, stell dir mal vor, jetzt. Ja, Tür öffnen. Leo! Oh Leo, Gott! Bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab oder ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das. Ich bin's, Vito. Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen nicht aus dem Weg. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Und, entkomme mit Leo. Lass dich nicht von Henry erwischen. Nun, natürlich. Auch wenn ich spontan noch überhaupt gar keine Idee habe. Raus aus dem... passen wir hier rein. Bist du irre? Was? Wo rein? Ach so, im Schrank verstecken. Ich soll mit dir da rein? Ach, alles klar.
Ich bin keine Schwuchtel. Leo, lauf jetzt! Ehrlich, jetzt meckert er noch rum. Oh Gott. Hey, geh mir von der Pelle. Rück mal ein Stück. Nein, rück doch du. Schnauze. Hey, hoffentlich ist das deine Knarre. Halt's Maul. Na super. So laut, wie die da drin rumquatschen. Oh. Was soll denn das? Hey, Henry. Vito. Ist das dein Freund? Nein, der will nur sein Jackett aufhängen. Okay, los, raus mit euch. Sonst kommt ihr da drin noch auf dumme Gedanken. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um einem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Habt ihr gesehen, wie der gezittert hat? Verständlich. Absolut verständlich, weil quasi ja jetzt sein Vater umgebracht worden ist. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? So, was? Na, Kleiner. Leo. Hä? Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja. Und jetzt haben die einfach gesübbelt und... Bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Jetzt ohne Witz, das soll es jetzt echt gewesen sein? Okay. Aber ich bin hier... Ich blick nicht mehr durch, Alter. Ich blick da überhaupt nicht mehr durch. Hast du eine Vorliebe, Leo? Nein, du wartest bis... Ja, dann? Obwohl, das Ding ist ja... offen, dann kann man dich... Ist egal. Wir nehmen die. Ich blick da aber tatsächlich nicht mehr durch. Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Da hat er prinzipiell natürlich recht. Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du schwörst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Ding ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Haven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr lenken. Was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich.
Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Aber jetzt, jetzt erstmal hier wieder unseren wunderbaren schönen Classic Radio einstellen. Genau so ist jetzt richtig, aber jetzt mal ohne Witz, ich hab da keinen Blick mehr. Clementi, Falcone, Vinci, und ich glaube, da war noch irgendwie ein Name im Spiel. Ich blick nicht mehr durch, ich weiß gar nicht mehr, für wen ich arbeite. Ich fahre nur noch nach links und nach rechts und hab keinen blassen Dunst mehr. Für wen ich überhaupt arbeite? Ich glaube, ich arbeite für Falcone. Aber um ganz ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Scheiße. Also wenn mich irgendjemand mal nach einem Arbeitsvertrag oder so fragt, von wegen, bei wem ich denn wirklich meine Penunzen verdiene, keine Ahnung. Habe ich nicht auch schon einen Mafia-Boss ausgekniffen? Diesen Luca... Luca, schlag mich tot? Ah, nein! Ach, Mensch. Diesen Luca in dem Schlachthaus. Habe ich... War der nicht so ein Big Boss? Ich weiß es nicht. Du stehst vor meiner Garage, ja? Ich blick da nicht mehr durch. Ich blick da lieber durch. Was machst du? Scheiße. Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert da und will der Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht so hart an. Okay, Vito vielleicht nicht, ich schon. Niemand vergreift sich an unserer Franny. Ja, der sieht noch intakt aus. Niemand, und zwar wirklich niemand, auch nicht... Ja! Ach Gott. Auch nicht dieser... Ich wollte schon was gesagt haben, aber ich dachte mir, hier werden eh schon so viele Kraftausdrücke verwendet. Ich lasse es. Vor allem wäre das jetzt voll geil, wenn ich so eine Werkstatt finden würde, um das ganze Ding jetzt hier mal wieder ein wenig auf... Das ist keine Werkstatt. Obwohl, die werden mir, glaube ich, auch auf der Karte angezeigt, wenn ich... Nein, 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 nein. Boah. Ich habe jetzt fast gedacht, dass dieses Geheule... den Polizeistreifen waren. Aber das war nur Musik. So. Eric. Ich bin so... Das tut mir echt leid. Ja. Ist... was? Hä? Ach, da die Tür.